そうだ、博士は誰かと入れ替わることでアマテラス社から逃げようとしていたんだ。博士の研究室にあったノートはその計画を示すものだったんだ。それってあの硫酸を人に浴びせる図のこと？うん。博士は身代わりとなる死体を用意した上でその全身を硫酸で溶かし、死体が誰かを判別できなくしようとしたんだ。そうやって自分が死んだと見せかけようとしたんだよ。少なくともそれでしばらくは時間は稼げる。その隙にカナイクから脱出しようという考えだね。そんな硫酸で死体を溶かすなんて。ウェイ、黒くて最高。Sinus hinter uns war ein Sinus, eine Sinusformel. Ja, じゃないのかな。博士はアマテラス社から監視される中、カナイクから逃げ出す機会をずっと伺っていた。そんな中、殺し屋が自分を狙っていると知って、ついに逃亡のチャンスが訪れたと考えた。はあ。セキュリティで殺し屋を返り討ちにして、その死体を身代わりにしようとしたんじゃないかな。思い返してみれば、博士はどこか殺し屋を待ち望んでいるような節がありました。殺し屋ならまだ来てないぞ。一体いつになったら来るんだ。Aber sein Plan ist schief gegangen. Oder wie? Ich meine, er ist tot, oder ist das überhaupt nicht der Doktor am Ende? Aber der Doktor ist nicht so gut. Und so hat der Doktor einen Plan geändert. Das ist der Schwein. Das ist.あれはユーマ君たちをおびき寄せるための罠だったんじゃないかな。あのお芝居がご主人様をおびき寄せるための罠？彼はいつまでたっても来ない殺し屋の代わりに探偵たちを利用しようと考えたんだよ。もし彼らがセキュリティを知らなければ、助けを求めれば研究室に突っ込んでくれる。そうすれば自分の身代わりとなって調達できるというわけだね。ずいぶんと回りくどいやり方だね。口下手なひも手みたい。irgendwie ich weiß nicht。でも近くの研究員ではすぐに不在がバレてしまうから、身代わりには適していないんだ。身代わりにするには、外から行かにに来てんじゃね。お客さんである必要があるんだよ。Die hat dann keiner vermisst, natürlich. だから、もしあの時僕がセキュリティのことを知らずに研究室に突っ込んでたら。Das ist aber eiskalt. Ich meine, es wurde ja eh erzählt, dass der Typ über Leichen geht, dass es ihm ganz egal ist. Aber irgendwie ist es nochmal anders, wenn du sowas erlebst. Weil wenn du es hörst, denkst du so, wirklich? Oder, aber er hat das echt vor?僕らがインターホン越しに見た博士の襲撃が全てお芝居だとすると、少なくともあの時点では博士が誰にも襲われていないのは確実になるよね。いや、つまり犯人が研究室に侵入したのはあのやり取りの後ってことがはっきりするんだ。まあ問題はそれが具体的にはいつなのかってことだけどさ。Wir sind mit dem Ammerperl, wir haben die Tür aufgemacht. Wie ist er durch das Giftgas gekommen, ist mir nicht ganz klar. Aber nehmen wir an, der Täter ist hinterm Ammerperl hinterhergelatscht und hat dann gewartet, bis
er die Tür aufgemacht hat zum Labor. Da kann sich der arme Pell ja nicht bewegen, nach links und rechts schauen und sowas. Und ist dann eingetreten ins Labor und hat den Typen umgebracht. Und dann hat er gewartet, bis der arme Pell reinkommt, hat ihn umgestoßen und ist schnell gelaufen und hat sich versteckt. Wie ist er aber an uns vorbei? Wie ist er an uns vorbei gekommen mit dem Armaperl? Und wie ist er durch das Giftgas gekommen? Hat er sich von Anfang an versteckt gehabt in diesem, wo er sich dann nochmal versteckt hat, als wir vorbeigelaufen sind? Der Täter betrat das Labor vor Armer Pearl. Ich meine, das Labor hinten nicht. Oh. Okay. Also der hintere Teil, also die drei Kammern sind nicht das Labor, okay. Okay. Was eh das richtige ist. Na sicher, weil die andere falsch war. What are you talking about? Squishy zutsu. Hanning ga shinryu shita timing ga shiborete kita mitai da ne. Ich meine, ich glaube, das ist so irgendwie abgelaufen ist, oder? Es gibt ja keinen Weg, wie du die Kammern überspringen kannst. Alter. Ja, eben, das ist es ja. Deswegen, vielleicht war er schon in dem Luftschleusenraum und hat sich dort versteckt gehalten in diesem kleinen Funsal-Ding. Wir haben dann einen Armappell reingeschoben und sind losgefahren und er ist rausgekommen und ist hinter dem Armappell hinterhergelatscht. Weißt? Aber deswegen verstehe ich nicht, wie er dann das Giftgas überwunden hat. Du brauchst ja einen Raumanzug angeblich dafür überhaupt. Nein, ich möchte es schon lösen. Das möchte ich aber schon wissen. Ich habe Ideen. Wo war der Täter vor der Tat? Inwiefern? Also. Okay, das ist die Platte, das ist das Giftgas und das ist die Luftschleuse hier vorne. Was meinen Sie, wovor der Tat war, dass bevor er hineingekommen ist? Oh Gott. Also entweder war er hier, aber wie ist er da durchgekommen? Oder er war schon die ganze Zeit im Labor. Lass mal nachdenken. Kann ich irgendwie Y oder so? Nö, okay, das geht nicht. Er wäre ja unmöglich hier durchgekommen, oder? Durch das Dingens. Aber
Das Sicherheitssystem war die ganze Zeit aktiv. Und dann ist der Armappell hier so entlang gefahren, ja? Hat hier aufgemacht. Und in der Zeit, hätte ich gedacht, ist der Täter reingegangen, hat den Typen ermordet. Dann hat er gewartet, bis der Armappell reinfährt. Und dann rennt er an ihm vorbei und nach draußen und wieder hierher. Wisst? Aber wie ist er durch das Giftgas gekommen? Wo war der Täter vor der Tat? Das Giftgas irritiert mich sehr. Was sagt 30 Minuten wirkt, aber sofort Bakterien aufgenommen wird? Er kann nicht schon im Labor gewesen sein. Wie wäre er reingekommen? Das Sicherheitssystem war aktiviert 90 Tage lang. Es wurde erst aktiviert, als wir es ausgeschaltet haben. Deaktiviert wurde es erst. Durch das Giftgas gekommen. ポクたちがアマタンを仮にいているとき、すでにしかもセキュリティの影響も受けない場所となると、当てはまるのはエアロック室だけ。あそこの除染装置の中だ。犯人は犯行前、あそこにいたんだよ。 Bin äußerst verwirrt. Du bist in das Ding, ne? Um es zu überprüfen. Schöne Erinnerung. Ja. Ein weiteres Geheimnis gelöst. Wie weit hast du vor zu gehen, Yuma? So weit, wie der Wind mich trägt. 除染装置って犯行後の犯人がご主人様たちをやり過ごすために隠れた場所だよね。じゃあ犯人は犯行後だけじゃなくて犯行前も除染装置の中に隠れてたの？ うん。犯人はあそこから犯行の機会を伺っていたんだろうね。 Was ist denn da vorne los? Schön, da Bücher oder Notizen herum? Was ist denn das? Sind wir in Hogwarts? Was ist denn hier los? そこからユウマ君がアマタンを操作し、博士の研究室に入ったんだ。じゃあ犯人はその前に博士の研究室に入った。でもどうやって？だってセキュリティを突破できるのは Naja, er ist uns gefolgt, oder? Nur das Giftgas, wie gesagt, ist die einzige Sache, die ich nicht ganz... Ja, und außerdem der Armappell. Oder meinst du, er ist... Nein, aber wir haben ja die Leiche gefunden und dann erst das System ausgeschaltet. Der muss das so genervt haben, wenn er wirklich hinter dem Armappell hinterher gelatscht ist. Und wir die ganze diese Geräusche gemacht haben, die Hupe und alles, der muss sich gedacht haben, Alter... Schnauze! Keine Zeit zum Aufgeben! Jetzt kommen wieder diese Quicktime-Events, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht? Na? Nicht? Okay, gut. Ja, wir kommen ja auch langsam dem Ende des Spiels entgegen. Aber nur sehr langsam. Weil sie brauchen mal ein bisschen. Als Waffe, als Schild? Inwiefern als Schild? Naja, schade, wenn du es nicht weißt, können wir jederzeit aufgeben. Nee, es geht so nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir dem Kern des Geheimnisses näher kommen. Ich habe echt keine Ahnung, was es ist. Warum zuckt sie denn so, bitte? I
Als Schild? Keins von meinen. Aber wie, inwiefern als Schild? Was meinen Sie damit? Weil. Wozu? Hä? Als Waffe überhaupt nicht. Das geht nicht. Aber als Schild? Keines von beiden. Was heißt denn als Schild? Wie hat der Täter Amapal benutzt? Naja, wenn es so ist, wie ich glaube, dass er hinterhergelatscht ist, dann kannst du schon irgendwie sagen, dass es ein Schild ist, aber. Der hätte sich ja vom Giftgas nicht abschützen können. Also, hä? Der Täter hat damit auf keine der beiden Arten. Ich meine, als Guide vielleicht am ehesten, oder? I don't know. Oh. Also wirklich nicht als Schild. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass das falsch ist. Ja, weil ich nicht verstehe, was sie meinen mit als Schild. Es tut mir herzlich leid. Ja. Er kann nicht als Waffe benutzt worden sein. Ja, das ist mir nicht ganz klar, wieso. Achso, das okay. Jo. Oh, okay. Uns bricht im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen weg. Ui. Oh, auf dem Arsch gelandet. Geht's dir gut, Yuma? Soll ich mal drauf pusten? Magst du Bussi bekommen? Vielleicht muss jetzt eine andere Frage beantwortet werden. Dieses Labyrinth ist immer sehr unglücklich mit uns, habe ich das Gefühl. Wo war der Täter vor der Tat? Ich verzweifle. Die Logik ist immer noch aktuell. So, meine Uhr hat wieder geläutet, nur keine Angst. Aber das wird uns ja nichts helfen, wenn wir die gleiche Antwort wieder nehmen. Ja, eben. Wir würden nur im Kreis laufen. Also stimmt das nicht, was ich ausgewählt habe? Nein, aber er hat ja gerade gesagt, als Waffe geht's nicht und als Schild auch nicht. Ich verstehe das nicht. Sollen wir uns einen eigenen Weg wieder bahnen? Please. Nein. Müssen wir die Perspektive ändern? Müssen wir einen neuen Weg einschlagen? Es gab diesen kurzen Moment. Es gab diesen kurzen Moment, wo die Kamera sich merkwürdig verhalten hat. Der Täter hat sich auf das Ding draufgestellt, oder? Wenn ihr euch erinnert, wisst ihr noch? Wir waren so, hä, wieso? Und dann hat sich aber alles normalisiert. Der muss so richtig angepisst gewesen sein. Der war direkt am Lautsprecher und es kommt die ganze Zeit. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Ich bin schon so weit. Wir können weitermachen. Los. Komm schon, Yuma. Du kannst dich auch erinnern.
Okay, Flashback. Das heißt, der Täter ist auch total gefried worden, als wir über die Platten gefahren sind und die falschen genommen haben. Wie geil. Ja, daijoubu sou da yo. Ante shita. Amatan wo sousa shiyou to omotta toki, issun kamera no chōshin ga waraku natta nda. Sugu ni nanigoto mo nakatta you ni moto ni modotta kedo, moshikashite are tte? Hora ne. Ja. Kimi no me no mae ni atta darou. Mo tedasuke suru hitsuyou wa nai ne. Du süßer. Kaiketsu no tegakari ni naru ndesu ka? Eigentlich ist alles auf dieser Welt ein Schlüssel zur Lösung von Geheimnissen. Okay. Jetzt auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Der Fußabdruck, der drauf war, aber... Matte, sore da yo. Koe? Datte, yoku kangaereba okashii yo ne. Asu? Hanni wa Amatan wo sakimawari suru hitsuyou ga atta hazu nano ni, nande Hanni no sugata ga ichi. Also, ich habe ja zuerst gedacht, dass er hinter ihm hergelatscht ist. Aber er ist offensichtlich auf ihm drauf gestanden, jetzt wo wir. Ah, soeba tashika ni. Demo, jissai wa kamera ni wa utsutte inakatta. Sie kommen noch drauf, Leute. Keine Angst, sie schaffen das. Wir lassen sie einfach nachdenken. Na, ihr habt die Lösung ja schon. Ja, das ist in dem Spiel aber täglich Brot, zu vieles Reden, also keine Angst. Wie hat er ihn benutzt? Warum ist der Titel nicht auf den Kameraaufnahmen aufgetaucht? Was führte zu Amapels Fehlfunktion? Ganz entspannt, ganz ruhig. Wir schaffen das. Das ist ja nicht so schwer. Oh Gott, lass uns ruhig bleiben. Oder nicht? Ich werde mal weiterlesen. Bye. Weißt du noch, wie ich gefragt habe, warum zum Teufel ein Sofa hier steht? Weil wer setzt sich da schon hin? Es war für Vivi. Alles hat eine Lösung. Hm? Ich werde mein Bestes geben. Und jetzt liege ich falsch und bin so, oh, verfuckt. Verdammt. In Ama hinter auf. Ja, auf. Wie er den benutzt als Spiel, als Waffe, als Transportmittel. Was führte zur Batterie? Täter sprang auf ihn drauf. Warum ist er nicht aufgetaucht? Er war auf dem Kopf, er war in Kamerafehler. So. Natürlich weiß ich es. Alter, Yuma. Yay! Ich weiß nicht, wie oft du das noch fragen möchtest. Ist der Chef der Täter gewesen? Hat der Chef den Doktor umgebracht? Weil auf dem Bild war diese Frau mit dem Laborkittel und der Typ daneben hat keinen. Und da war eine Laborkarte. Und vielleicht wollte der Chef Rache an dem Doktor, weil der Doktor ja über Leichen geht und auch Leute umbringt. Vielleicht ist die Dame auf dem Foto
gestorben, weil der Doktor ein Experiment an ihr oder was auch immer was die und deswegen ist der Vivi so, sollten wir wirklich dieses, weißt schon, ich habe das böse Gefühl, dass das der Yakko war. Ich hoffe es nicht. Aber vielleicht sagt der Baby die ganze Zeit, deswegen bist du dir sicher, dass du das auch wirklich machen möchtest. Weil am Ende bedeutet das, dass wir den Chef umbringen. Oh, ich mag das nicht. Vielleicht, was ich auch sagen wollte, das Giftgas irritiert mich ja so. Wie ist der Täter durch das Giftgas gekommen? Das Giftgas wirkt ja erst nach 30 Minuten und alles, nicht wahr? Vielleicht war der Chef so, wenn es der Chef war, ja. Es ist ihm egal, ob er stirbt. Weil er wollte sich nur rächen. Und deswegen war er schon von vornherein. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch. Ich mache mir Sorgen. Was denn? Gott, ich hab Schiss, Mann. Ich hoffe echt, dass das, was ich mir gerade ausgedacht habe, einfach nur Blödsinn ist. Und schon wieder nach unten. Ah, eine neue Tür. Ah, wir sind bei dem Plattenraum, okay. Oh Gott. Wann ist der Täter von Amapel abgestiegen? Nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob er vor dem Platten abgestiegen ist oder danach. Es würde meiner Meinung nach Sinn machen. Wann wäre es ihm möglich? Während des Öffnens geht ja schlecht, weil die Tür so aufgeht eben. Vor dem Öffnen, wann ist der Täter bei mir durchgeht? Nein, weil wir sind ja reingekommen und da war der Typ schon tot. Also muss er ja vor dem Öffnen der Tür schon abgestiegen sein. Nicht? Oh, meine Batterieleistung lässt nach übrigens. Okay, dann war es das nicht. Entschuldigung. Aber während der Türöffnung geht das? Er kann dann auf die Platten steigen vielleicht? Weil ich denke mir so... Dann eben während des Öffnens. Blieb. Blieb. Ja. Das scheint so unpraktisch zu sein. Ich wäre, glaube ich, ein bisschen früher abgestiegen, aber... Also eh so wie er, aber er hat jetzt gewartet. Und dann springt er so drüber. A magical moment. Na gut. Oh Gott. Na toll.